Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 6. Mein Name ist Dr. Skill. In der letzten Folge ist extrem viel passiert und wir hüpfen auch einfach direkt wieder rein hier in die Geschichte. Oh Mann, ein Panzer haben wir da? Ne, dafür haben wir gar nichts dabei. Folgen, macht mehr Sinn. Okay, wir lassen ihn nicht zurück. Okay. Ich würde ihn gerne einmal ablegen. Geht gar nicht, okay. Gut, wir nehmen ihn mit. Okay, nehme ich gleich mit Kumpel. Am Boden. Ach, sie auch. Ach Mann. Sehr uncool. Den brauchen wir noch. Das kann ich nicht machen. Kommt von alleine wieder. Wäre cool zu wissen, in welche Richtung wir eigentlich laufen sollen. In die Seitengasse hier rein. Niemals lassen wir Guapo zurück. Weiter geht's. Okay. Weiter geht der Spaß. Also, sie hat ja schon ein bisschen Spaß gehabt. Der Zeitpunkt zum Sterben hier. Gut. Ich habe unendlich Munition. Müssen wir die Leiter hoch? Nein, oder? Nein, gut. Das wäre brutal geworden. Panzer ist hier rechts. Und schau. Hey, wo ist das Fluchtauto? Wo ist Philly? So. Ja, Medizin mitnehmen ist nicht verkehrt in solchen Momenten. Okay. Oder sind wir... Oh ja. Okay. Wir haben wieder unendlich Munition, das wird viel Schüssen geben. Da kommt gar nicht, okay. Das war nicht der Plan. Das mal so. Wagen. Fahre halt am meisten aus. Ärgerlich. Okay, fahren sie hoffentlich drüber.
nicht. Machen wir mal so. Idee. Ah, nicht schnell genug reagiert. Oh ne, das ist absolut das falsche, würde ich sagen. Okay, hat uns nicht geholfen. Gas. Waren die hoffentlich drüber? Ja. Okay. Kümmern sich da drum. Kommt wieder was? Wir werfen schon mal eine Granate. Okay. Ja. Wir haben unendlich Granaten, fällt mir auf. Dann nutzen wir das Ganze doch mal. Und schauen mal, dass hier ein paar Sachen in die Luft gehen. Wo ist der Wagen? Da. Schauen wir mal, ob wir da treffen. Könnte. Ja. Oh, ich hasse Helikopter. Aber der hat uns nicht entdeckt. Gut, wir sind raus aus dem Gebiet. Oder? Ah. Er war kurz davor, uns zu entdecken. Okay. Wie schlimm ist die Lage? Ja, wir sind hinten besser aufgehoben. Ja. Ja. So, haben wir hoffentlich bei denen in den Wagen reingeschmissen. So. Oh. Ah, ich glaube, die haben aber in unser Auto geworfen. Nicht so gut. Den Plan fand ich aber nicht. Ich darf nicht zu viele Granaten werfen, nur weil wir so viele haben, dann beißt sich. Wo hüpfen wir wieder rein? Von Anfang an, oder? Oh ja. Granate. So, die bleibt ja da hinten einfach stehen, ne? Oder? Kommt. Und wenn die jetzt kommt, fährt die vielleicht drüber. Ja. Oh. Ah. So. Ah, müssen wir länger halten. So. Mal Gas. Wir können die natürlich auch länger in der Hand halten, das macht Sinn. Irgendwo einer? Nee. Oh. Oh. Ah, ich bin immer davon ausgegangen, solange ich die in der Hand halte, passiert da nichts. Also wenn ich die Taste gedrückt habe, solange ich ja den, das nicht in Filmen auch immer so, solange man den Zünder festhält, explodiert nichts. In dem Spiel anscheinend anders. Ja. Ah, Feuer geht auch. Wir machen das nicht mehr so. Das ist, glaube ich, der sichere Weg, ohne dass einer von uns hier stirbt. Schauen wir mal. Ja, das klappt ganz gut. Oh, aufhören, nicht so gut. Kommt gar nicht näher. Okay. Da von rechts. Ja. Aber das ist ja Wäsche. Wird gut. Ja. Klappt. Wo fahren wir denn jetzt lang?
hier ein bisschen Reparierarbeiten. Was? Ach nee. Okay, Feuer ist auch nicht der richtige Weg. Es hat zwar vieles einfacher gemacht, aber wenn wir durch brennende Felder fahren, dann springt das Feuer über. Okay, letzter Versuch. Diesmal benutzen wir einfach wieder nur unsere Munitionswaffen. Dann ist es eben so. Ärgerlich. Ich wollte gerade einmal, wir könnten doch unser Arsenal gerade unsere Hauptwaffe anpassen, oder? Ja, könnte ich jetzt einfach das Gewehr hier nehmen, beziehungsweise hier. Muss ja nichts können außer schießen. Ah, da haben wir aber auch kein cooles Visier drauf. Gut, wer braucht Visiere, ne? Hier kann man das noch benutzen. Hier ist kein Dingens in der Nähe. Es geht. Okay. So. Hier auf dem Quad. Oh Mann. Ja, nimmt mich wieder mit. Danke. Weiter geht's. Ja, nicht so gut. Power. Bisschen doof. Sag mir bitte, wir können weiterfahren. Okay. Mal hier. Also ich dachte nicht, dass also wenn er vielleicht optimieren könnte, dass man hier nicht runterfallen kann und so weiter. Aber gut. Ja. Oh, nicht so gut. Quizfrage. Das ist aber gar nicht gerade unser Ziel, das wir anpeilen. Mach uns mal auf der Karte an, damit wir sehen, wie viele Meter wir näher kommen. Ah, noch ein guter Kilometer. Okay, soweit waren wir schon mal. Alles noch im machbaren Bereich. So, von rechts. Kommt jetzt hinterher. Ah, der Helikopter hat uns. Ah, nur die eine Person da. Ah, das gefällt mir nicht. Der Helikopter kommt. Sucht uns wohl. Gut, Rangaufstieg immerhin. Jetzt haben wir es noch, 400 Meter. Bin noch voll gesucht hier. Okay, jetzt sind wir in einem sicheren Gebiet. Hier dürfte jetzt nichts mehr passieren. Alright, das heißt, wir wechseln einmal wieder kurz unsere Waffe zurück. Passt. What the fuck happened to you, Danny? You were supposed to cover us. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck! I knew we couldn't trust that piece of shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Bingo. Sehr viel schief gegangen in der Situation. We got company. Sehr viel.
with me and Manito. Dale, dale! Get him on the table. Is he breathing? His heart is not. Hang on, Ale. Philly? Give me a minute! Whatever you're thinking, Camila, don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. But what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Philly, I think we're losing him! You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camila. Castillo's already won. He's breathing! Espada! Balance your stance. A lion finds calm before a kill. Si, papa. Fire me! Ah! Que bien, uncle. Why, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields secure. Fire! Ay, come, mirada, give me that. Bien. Bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, Uncle, I was trying to surprise you. Diego, how many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, Papa. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Run. What? Run. Oh Mann, okay. Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch sehr, sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Oh Mann, ganz hier aber stärkte Einheiten. Die Karte ist noch nicht wirklich angepasst, oder? Ah. Da werden einfach mal die Ränge erhöht. Und ich habe mich über unseren Rang abgefreut. Ja, okay. Gut. Aber mit Blick auf die Uhr, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch sehr, sehr gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.